Das hat man überall, also Verkehrsunfälle gibt es überall. Und weil es so viel Verkehrstote gibt, deswegen verbietet man ja auch nicht das Autofahren. Das ist nur ein Beispiel. Also wir wollen einfach, dass das Grundgesetz aufrechterhalten bleibt, dass unsere Menschenrechte behalten und dass wir mit Viren, die es immer schon gegeben hat, auch so wie Coronaviren, die es immer schon gegeben hat, natürlich glauben wir an die Viren, die gibt es. Ne, aber dieses Ganze dramatisiert, dass man das einfach nicht so übertreibt, dass man einfach dass unsere Menschenrechte und unsere Freiheit behalten, so wie bei anderen Influenza-Grippeviren oder Lungenentzündung und was es sonst für ansteckende Krankheiten gibt, da werden wir ja auch nicht eingesperrt. Ne, weil es sterben ja nicht nur Leute an Corona und an anderen Grippeviren und so weiter, sondern viele sterben ja auch an den Maßnahmen. Ne, ob das eben ist mit diesen Operationen, die verschoben werden, die deswegen sterben. Wie viele sterben an Krebs, die ihre Krebsbehandlungen nicht mehr bekommen oder was weiß ich, alle möglichen Behandlungen. Ich kann das hier nicht alles aufführen, ich möchte auch nichts vergessen. Also alles andere an Behandlungen wird ja jetzt alles zurückgesteckt. Und wie viele sterben daran und wer untersucht und wie viele sind das wohl, die sich suizidiert haben und jeden Tag mit Suizidgedanken leben, mit Depressionen leben, in allen Bereichen, ob sie in ihrer Freiheit eingesperrt sind, dass sie keine sozialen Kontakte mehr haben oder weil sie jetzt in den finanziellen Ruin getrieben werden, gerade die ganzen Geschäfte, Gastronomen und ja, alle möglichen. Und dafür haben wir das eingerichtet hier. Nachher am Schloss Bellevue auch ein bisschen eingekesselt. Ich habe ein bisschen aufgepasst, dass man mir nicht die Kamera abnimmt, meine guten Bilder, und stand ein bisschen außerhalb. Und in dem Park rund um Bellevue war halt eine Menge, die spielte Katz und Maus mit der Polizei. Irgendwann kamen die Demonstranten nicht mehr raus und ich stand auf der Straße und dann war da eine Hecke. Und dann brachen da ein paar Leute raus und die fünfte, die aus der Hecke rausgestürmt war, war Doris. Also das war unfassbar. Ich wäre fast vor Lachen umgefallen. Doris ist immer dabei, die ist in Stuttgart, die ist in Kassel und immer an erster Front und unfassbar der Einsatz. Und ohne Doris wären wir jetzt heute auch alle nicht hier. Das wollt ihr mal abfangen. Ein paar Sachen, die mir am Herzen liegen. Einmal die Geschichte mit den Schauspielern. Ich fand das eine großartige Aktion von den 50 Schauspielern. Meinen tiefsten Respekt und großartig, dass sie endlich dabei sind. Und bitte nimmt das den 20 Leuten nicht übel, die da zurückgezogen haben. Also das Merit Becker, ich habe das Video gesehen, das ist eine sensible Künstlerseele. Und wenn die 200 Anrufe kriegt von Antifa oder von anderen mit Morddrohungen, der kann man das nicht übel nehmen, dass sie dann zurückrudert. Das sah man hier auch an, dass sie völlig fertig war. Und die anderen 30, die da durchhalten und Rückgrat zeigen, tiefster Respekt. Ich bin so froh, dass sie dabei sind. Und der Regisseur, auch der Brüggemann, hat ja ein super Statement, die sorgen ja dafür, dass wir jetzt vielleicht diese Debattendiskussion dann kriegen. Und es wäre richtig toll gewesen, wenn die AfD gesagt hätte, diese Aktion ist scheiße. Dann hätte der Mainstream da gestanden und hätte nicht sagen können, sie kriegen Applaus von der falschen Seite. Das wäre richtig, richtig geil gewesen, aber das wäre Wunschdenken. Ja, was wollte ich noch sagen? Dieses Beispiel finde ich so herrlich mit den Inzidenzen, wenn man das runterbricht auf einen Ort, wo 1000 Leute sind und einer hat den positiven Test, dann haben wir schon eine Inzidenz von 100, obwohl der vielleicht nicht mal ansteckend ist. Und wenn dann seine Frau auch noch einen positiven Wert hat, dann sind wir schon beim Hotspot. Also so kann man das wunderbar erklären. Ein Aspekt bei diesem ganzen Scheiß, den wir erleben, ist auch, dass man ganz tolle Menschen auf einmal entdeckt. Man sieht die hässlichen. Die hässlichen Menschen sind sichtbar geworden, das sind mehr als man dachte, aber die tollen Menschen, die sind auch mehr als man dachte. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so viele Arschlöcher gesehen in den letzten 13 Monaten, aber auch noch nie so viel, wirklich so viel interessante, tolle Menschen gesehen, die eben nicht zurückstecken, nicht die Fresse halten, nicht diese hässliche Untertan-Mentalität haben. Und wie Hannes schon sagte, es sind natürlich auch Verrückte wie Doris dabei, ne? Ich habe dich übrigens auch gesehen in dem Polizeikessel, du bist auch verrückt. Ja. Ich bin gerne verrückt. Besser verrückt als zu normalen Landtag, so mit Masken rumlaufen und gucken und duckeln und alles machen und tun, was irgendeiner da oben sagt. Ich habe auch eine eigene Meinung. Okay, gibt es...
und erfordert mehr Charakter, als im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu sagen, zu sein und sagen Nein. Und das ist genau das, was wir jetzt sagen. Wir sagen Nein zu den Corona-Maßnahmen, wie umfangreich die zurzeit gestaltet sind. Es geht überhaupt nicht an, dass die Gastronomie auf Null heruntergefahren wird, dass auch die Kulturszene, sei es in Osterbrück oder auch in anderen Städten, dass das auch alles auf Null heruntergefahren sind. Dafür kann ich nur ein dreifaches Nein, Nein und nochmals Nein dazu sagen. Also mich beschäftigt immer das Thema mit der Verantwortung. Es wird ja immer gesagt, ich habe die Verantwortung für andere. Ich habe die Verantwortung für die Gesundheit von anderen Menschen. Und meine Grundeinstellung ist, ich habe die Verantwortung für meine Gesundheit und die anderen Menschen für ihre Gesundheit. Und das trifft immer und in jedem Fall zu. Und wenn wir jetzt Corona betrachten und die angeblichen Corona-Toten mit oder an Corona gestorbenen und wir betrachten die Menschen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben sind oder an Krebs gestorben sind oder an Wohlstandserkrankungen gestorben sind, das sind viel, viel mehr. Da wird nie jemand sagen, das stimmt nicht. Das sind viel, viel mehr. Wenn ich jetzt verantwortlich bin für die Gesundheit anderer, was ja so erzählt wird, dann müsste ich dem Übergewichtigen das Stück Kuchen vom Teller nehmen. Dann müsste ich dem Raucher die Zigarette wegnehmen. Ich bin selber Raucher. Dann müsste ich dem Menschen, der ganz viel Fleisch konsumiert, das Fleisch vom Teller nehmen. Ich müsste den Menschen, die Bluthochdruck und alles Mögliche haben, müsste ich das Auto wegnehmen, weil die müssen mehr Sport treiben. Die dürfen nur noch Fahrrad fahren. Ich bin hier verantwortlich für deren Gesundheit. Um das mal deutlich zu machen mit der Verantwortlichkeit. Und da sterben viel, viel mehr. Das ist viel, viel schlimmer. Das macht es, finde ich, sehr deutlich, diese Überlegung. Dann habe ich noch eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat. Ich habe meine Mutter gefragt, das gilt, richtet sich jetzt auch an die Polizisten. Ich habe meine Mutter gefragt und ich war sehr traurig über die Antwort. Ich habe sie gefragt, wenn ein Soldat in den Krieg zieht, der hat seine Befehle bekommen und jetzt steht er da und muss im Krieg, und ich empfinde das hier als den Dritten Weltkrieg, muss ich sagen, und jetzt steht er da und er schießt einen anderen Menschen. Und dann habe ich sie gefragt, wer trägt die Verantwortung dafür? Und dann hat sie sofort gesagt, ja, der den Befehl gegeben hat. Und dann war ich super traurig, dass sie da nicht anders drüber nachdenken kann, weil jeder trägt die Verantwortung für das, was er tut. Jeder Polizist trägt die Verantwortung für das, was er tut. Er kann nicht seine Verantwortung abgeben. Das kann er vielleicht vor unserem Gesetz und vor irgendeinem Papierstück, aber nicht vor sich selber. Das kann er nicht. Es wird sie einholen, früher oder später. Und die Menschen, die im Krieg gewesen sind, die so etwas getan haben, die andere Menschen erschossen haben, oder Polizisten, die jetzt Menschen niederdrücken, weil sie keine Maske tragen, das kommt denen irgendwann, kommt zurück auf sie. Also das muss ihnen einfach nur bewusst sein. Was auch immer sie tun, sollten sie mit ihrem Gewissen und mit ihrer Verantwortung abgleichen und nicht mit den Vorschriften, die ihnen gemacht werden. Das muss ihnen einfach bewusst sein, dass auch damit sie selber sich nicht so viel Schlechtes zufügen. Also ich meine es auch nicht böse, auch mit den Polizisten nicht, obwohl ich das schlimm finde, was die teilweise jetzt machen müssen. Und manche meinen auch, dass es richtig ist, was sie machen. Aber heute nicht. Es läuft seit Wochen gut. Das müssen wir tatsächlich sagen. Wirklich, es läuft gut. Vielen, vielen Dank. So bitte, so sind wir mit euch wirklich im Frieden. Ja. Und das Dritte, was ich sagen wollte, war das Ding mit der Sicherheit. Also die Sicherheit ist ja ein Wahnsinnsthema jetzt. Und ich habe überlegt, ja, was ist sicher? Wo finden wir Sicherheit? Natürlich, die Menschen, die jetzt absolut in Angst sind, haben unheimliches Bedürfnis nach Sicherheit ist im Menschen da. Und ich habe, unser Sicherheitsgefühl wird abgedeckt durch Versicherungen, durch ganz viele Vorschriften. Wenn wir jetzt irgendein Problem haben, da kommt sofort eine Vorschrift daher, damit dieses Problem in den Griff gekriegt wird. Und ich habe gedacht, wo finden wir denn die größte Sicherheit? Was gibt uns denn wirklich Sicherheit? Die Versicherung nicht. Wir können uns vor dem Tod nicht versichern. Wir können nicht uns vor Krankheiten versichern. Irgendwas kann uns immer mal ereilen. Das können wir einfach nicht. Und dann habe ich für mich festgestellt, was ist die größtmögliche Sicherheit? Oder wie kann ich die größtmögliche Sicherheit bekommen, die ein Grundbedürfnis für uns Menschen ist?
Und für mich bin ich zu dem Schluss gekommen, die größtmögliche Sicherheit ist gute, enge, tiefe Verbindung zu anderen Menschen. Das ist die größtmögliche Sicherheit, die wir haben können. Und von daher glaube ich auch an das, was wir tun, weil wir suchen Nähe, wir suchen Kontakt, wir suchen Gemeinsamkeit und das gibt uns Sicherheit. Die Menschen, die total in Angst sind, die sind isoliert. Also das ist absolut, und die Maßnahmen entsprechen oder widersprechen meinem Sicherheitsdenken und auch meinem Sicherheitsbedürfnis. Ich kriege Angst, wenn ich alleine bin, wenn ich keine Freunde habe, mich nicht treffen darf. Das macht mir, und diese Angst macht dann letztendlich wieder krank. Ja, das mit dem Thema Sicherheit war mir eben auch nochmal ganz wichtig. Und das finde ich schön. Ich habe auch sehr viele Kontakte abgebrochen, weil ich es gar nicht aushalten kann, dieses normale Mainstream zu kommunizieren. Das ertrage ich nicht. Ich bin auch selber in einer persönlich ganz beschissenen Situation. Habe meinen Mann seit 14 Monaten nicht gesehen und noch länger durch Corona. Und ich versuche aber durchzuhalten. Und ich freue mich, dass ich so viele tolle Menschen in so kurzer Zeit getroffen habe hier. Die wirklich Freundschaft gebildet haben. Und das gibt mir ganz viel Kraft. Und dafür danke ich euch. Danke. Oh, danke schön. Wir haben hier die Leute von der Antifa. Sie wollen auch, dass es so in ihrem Sinne geht, dass wir uns mit Menschen allen helfen. Nur wie wir dahin kommen, da haben wir anscheinend unterschiedliche Ideen darüber. Was ist am wichtigsten für uns? Ja, ich bin auch gegen Faschismus. Faschismus ist, wenn wir zu etwas gezwungen werden, was jedes Sinn entbehrt. Und was auch nicht abgewogen wird und was auch nicht hinterfragt wird. Wenn ich eine Maske trage, zum Beispiel, nur mal zum Beispiel, und kann, es wird mir ganz klar, ich schütze damit jemanden, dann mache ich das. Wenn ich hatte vor drei, nicht dazwischen reden bitte, das gehört sich nicht für erwachsene Menschen. Ich hatte vor 3 Jahren eine schwere Operation und bin aus der Narkose aufgewacht und habe mich gefreut, dass ich noch lebe, dass alles gut gegangen ist. Meine Frau hätte ja auch gerne gesehen, sie hatte eine respiratorische Erkrankung, wie das jetzt so wissenschaftlich heißt. Sie war sehr schwer erkältet. Sie konnte mich nicht besuchen, sie hat es auch nicht gemacht. Das war sinnvoll. So würde jeder von uns handeln. Das ist Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung heißt, wir sind mündige Bürger und wir wollen diese Verantwortung. Wir wollen das Gute für unsere Mitmenschen. Wir wollen nicht das Schlechte. Es wird uns unterstellt, oder vielen von uns, wir unterstellen es eventuell auch der Antifa, die da oben steht, aber ich bin auch Antifaschist. Ich war es immer gewesen in meiner Familie, aber hier... Du bist bescheuert! Wie bitte? Was sag ich? Ich habe dich nicht gehört. Möchtest du bitte das sagen? Voller Nazis, okay, also, wer hat dir das denn gesagt, bin ich Nazi? Wer von uns bitte ist ein Nazi hier? Nein, ich laufe mit Menschen, ich weiß nicht, welcher Mensch neben mir ein Nazi ist. Dann komm doch mal kurz in die Mitte. Warum? Die junge Dame möchte sich. Wir sind Demokraten, alle anderen wollen. Das Mikrofon ist offen für uns alle heute. Das heißt, wir können runterkommen und mit dem Desinfektionsmittel arbeiten. Sprecht mal einfach ins Mikrofon rein und dann könnt ihr kurz hinkommen und sagen, was ihr möchtet. Ist kein Problem. Ihr seid eingeladen, hier kurz zu reden. Bitte kommt mal runter. Ja. Solange wir so feige sind,
Raphael, ich glaube, die Sensation findet nicht statt. Die Antifa früher hatten die einen intellektuellen Hinterbau. Das ist leider vorbei. Also ihr seid eingeladen, kommt runter, aber Raphael, bitte führ deinen Gedanken weiter. Ich glaube, das hilft uns. Ja, ich führe mal meinen Gedanken weiter. Wir haben unsere gegenwärtige Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, besucht jedes Jahr das Festival eines bekennenden Antisemiten. Jedes Jahr. Letztes Jahr nicht und vorletztes Jahr auch, dieses Jahr auch nicht mehr, weil es ja jetzt Lockdown-Maßnahmen gibt. Sie besucht die Festspiele in Bayreuth, wo Richard Wagner, der ein bekennender Antisemit war, die Musik von ihm gespielt wird. Ich finde die Musik von Richard Wagner trotzdem fantastisch. Daniel Barenboim, ein jüdischer Dirigent, da bitte nicht dazwischen reden, bist du dein Kind oder was? Daniel Barenboim, ein Dirigent, ein jüdischer Dirigent, hat Wagner, bitte Ruhe da oben. Muss man auch zuhören und den anderen aussprechen zu lassen und die Meinungen zu akzeptieren. Das ist Antifaschismus. Ja. Wenn ihr Antifa seid, dann wird das jetzt gewollt. Das ist euer Antifaschismus. Ja, danke schön. Das wichtigste Wort in dem Namen ist der Faschismus. Also, wollen wir uns nicht mehr, anscheinend sind Sie nicht diskussionsfähig, dann wollen wir uns erstmal nochmal um die Fakten kümmern. Angela Merkel besucht jedes Jahr die Bayreuther Festspiele, deswegen käme ich nicht auf die Idee, dass sie ein Antisemitin wäre. Nie im Leben käme ich da auf die Idee. Sie selber kommt auch nicht auf die Idee. Tatsache ist, dass die Musik von Richard Wagner nicht antisemitisch ist. So hat es auch Daniel Barenboim gesagt. Er war sehr wohl ein Antisemit, aber seine Musik war es nicht. Genauso wenig würde ich einem bekennenden Nazi oder einem bekennenden Antisemiten widersprechen, wenn er sagt, die Erde ist rund, weil die Erde bleibt trotzdem rund, auch wenn das ein Faschist sagt. Und die sogenannte Kontaktschuld existiert nicht. Das ist eine Erfindung zur Diffamierung von allen Leuten. Wenn ich in der Straßenbahn fahre, dann kann ich auch nicht aussteigen und sagen, oh, da hier ist ein Nazi drin, ich mache mich jetzt gemein mit ihm. Also konkret an Demonstrationen für Frieden und gegen die Corona-Maßnahmen ausgerufen wird, dann kann man niemanden rausschmeißen. Ich kann euch auch nicht rausschmeißen. Ihr seid auch hier. Deswegen mache ich mich jetzt der Kontaktschuld mit einem Faschisten schuldig oder was? Danke, das reicht für mich erstmal. Sagen, wir sollen denjenigen, die hetzen und verleumden, hier keine zu große Bühne geben. Wir werden das nicht verbieten können und wir können auch die Gehirnwäsche denen, die unterzogen wurden, nicht mehr rückgängig machen, aber wir sollen ihnen keine zu große Bühne geben. Ich wollte noch mal eingehen auf das, was du vorhin gesagt hattest über dein Leben, über die Frage, wofür sind wir hier, über die Frage der Sorge, der Angst, des Alleinseins. Und ich selber lebe allein, ich bin es gewohnt. Seit vielen, vielen Jahren, ich habe mich darin eingerichtet. Ich habe Interessensgebiete, die sind umfangreich genug. Und das geht so. Aber ich muss sagen, ich werde auch langsam mürbe. Obwohl die Einschränkungen für mich nicht so gravierend sind. Allein schon zu wissen, wenn ich mal nachts noch spazieren gehen wollte, wenn ich mir noch mal nachts die Beine vertreten wollte, ich müsste mich dann rechtfertigen. Ich müsste dann begründen vor der Polizei. Es gibt ein Rechtsgutachten, das findet man auf der Internet von einer Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und dort ist veröffentlicht als PDF-Datei herunterladbar, ein Rechtsgutachten einer Staatsrechtlerin, ein Kurzgutachten aus Flensburg.
Und da sind diese Dinge sehr gut aufgeschrieben. 20 Seiten sind das nur, weil es nur ein Kurzgutachten ist, aber in richtigem, sauberen, juristischen, in sauberer juristischer Arbeitsweise. Da werden auch diese Dinge alle angesprochen. Dass es völlig absurd ist, man geht auf die Straße und muss dann begründen, was man für Gründe hat. Und dann steht man in dieser Rechtssituation, dass man in der Unsicherheit ist, ob diese Gründe dann später auch anerkannt werden. Eine völlige Verdrehung des ganzen Rechtsstaates, eine völlige Verdrehung des Sachverhaltes. Das ist nebenbei, wenn ich das nochmal sagen kann, das begreifen die Hetzer da oben nicht, was in diesem Staat sich zurzeit abspielt. Es gibt viele Parteien, die haben sich diesen Staat längst zur Beute gemacht. Aber gerade weil ich selber eben sagte, ich werde auch schon langsam mürbe, ist es für mich wirklich wohltuend, hier am Montag herzukommen und eine Gruppe von Menschen zu finden, die sich nicht diesem Diktat beugen, die sich nicht dieser staatlichen Gehirnwäsche beugen, die sich nicht dieser zentralen Hetze beugen, die sich nicht diesen Parolen beugen und doch wirklich zu sehen, es gibt doch noch welche, die frei denken. Manchmal zweifle ich daran, wenn ich höre, dass in einer Radiosendung mit Hörerbeteiligung eine Stimme einer Frau dort ausgesendet wird, was in Ordnung ist, dass man das macht, die dann sagt, ganz kurz war das nur, es geht jetzt gar nicht in diesem Notbremsengesetz, in dieser Notbremse um Einschränkung unserer Freiheit, sondern es geht darum, dass wir sicherstellen müssen, dass wir davor geschützt werden, alle zu sterben. Und wenn das so weit gegriffen hat, dann habe ich mein paar Sorgen. Aber ich finde wieder Mut, wenn ich hierher komme. Danke an die Organisatoren. Ich würde das nicht aufbringen, mich dann rumzuschlagen mit den ganzen Hörern. Das war noch nie so meine Sache. Nochmal herzlichen Dank, dass ihr das hier alles macht und organisiert. Das ist wahnsinnig bereit. Aber wir schaffen das alle nur gemeinsam. Nur gemeinsam sind wir stark. Der Unmut wird immer lauter und die Köpfe schreien sich heiß. Sagt ihnen wieder, wie es richtig geht. Werd erwachsen und bist du naiv. Dreh dich Formeln, lass alles in F beschreiben. Die Götter lachen sich schief. Ihr seht, da stehen drei ganz dicht zusammen. Also es geht für jeden. Also jeder muss 1,5 Meter Abstand halten, beziehungsweise ohne Maske 3 Meter. Und vielen Dank auch an die Ordner, die mich dabei unterstützen. Ne, das wäre schön, wenn die Ordner mich dabei unterstützen, dass diese Auflagen während des ganzen Aufzuges und auch während der Mahnwache eingehalten werden. Und dafür wäre es natürlich sinnvoll, wenn die Ordner sich über den ganzen Aufzug hinweg verteilen, nicht dass alle Ordner zusammenlaufen, sondern über die ganze Strecke verteilt sind. Also die Polizei wird dann auch die Ordner ansprechen, wenn sie irgendwo Verstöße sehen.
Land. Reiht euch ein in den Zug, der die Freiheit liebt, in dem jeder Zuflucht findet. Weil der Mensch ein Mensch ist, geht es ihm mit Maske sehr schlecht. Er tritt selbst für seine Gesundheit ein und verteidigt sein Menschenrecht. Selbst von Frieden, Freiheit. Du hast den Mundschutz vergessen. Mein Michael, nun bist du für andere ne Gefahr. Du hast den Mundschutz vergessen, will dich nicht quälen. Super dich zu sehen, doch komm mir bitte nicht so nah. Interessiert uns nicht, solange Bundesliga läuft. Also lass mal diese Filme und das ganze Wunderbeule. Sonst kriegst du eine drüber und das mit der Faschokeule. Fang ich mit dem Thema ein, lege mich mit Federn an. Erde zu und packe mich ins Programm. Spaltung geht das ganze Land, eine Riesendiskrepanz. Die reicht mit der Weile bis zum Morgen. Bin ich denn gelandet dann, wird das wahrlich interessant. Seele auf der Weg und sei Propaganda, Pandemie, womit haben wir das verdient? Keine Seele bleibt von dir verschont. Okay, ich hab verstanden, halt am besten Fresse. Doch wohl noch der öffentlichen legitimen Presse. Kann nicht Panik machen, ja, das ist nicht ganz korrekt. Aber bleib doch mal vernünftig, Digga, bleib doch nicht gleich schlecht. Gesundheitsdiktatur, sag mir, kommst du darauf nur? Drauf geschissen auf das bisschen Internetzensur. Schlechter PCR-Test, was sagt er mit den Rachen? Immerhin ist Pandemie, da muss man Abstriche machen. Ja, mein Gott, der Fehlernamen geht komplett auf Volkskosten. Trotzdem ist der Christian noch lang kein Vollbrusten. Für Pharma-Lobby, die es wird, das Volk noch gern belogen. Würden Waffen was dran ändern, die werden sie längst verboten. Es gibt ja eine Sache, die Medien nie lernten. Wer Propaganda sät, der kann nur Krieg ernten. Ausnahmen gibt's, die sehen Aufklärung als Pflicht an. Die Helden, die ich meine, heißen Burak, Bak, die Schiffmann. Fang ich mit dem Thema an, lege mich mit jedem an. Werde zu einem Band, wenn die sein Trocken. Spaltung geht das ganze Land, deine Riesen-Diskrepanz. Die reicht mittlerweile bis zum Morgen. Wenn ich gut gelandet habe, wird es wahrlich interessant. Seht ihr auf der Bühne, seid ihr dran. Propaganda, Pandemie, womit haben wir das verdient? Keine Seele bleibt von dir verschont.